Willkommen zu Anime Talking Time. Doch heute nicht mit einer Anime Review, sondern heute geht es um mein vergangenes Anime-Jahr. Das hat so circa 2014 begonnen, im Februar. Ja, und in diesem Video möchte ich euch heute so einfach erzählen, was in diesem Jahr passiert ist. Ich habe ja 2014 erst begonnen, Animes zu schauen und Mangas zu lesen. Ziemlich spät, finde ich, für mich persönlich. Aber ich denke, ich habe in diesem Jahr ziemlich viel geschafft. Ja, beginnen wir im Februar. Da habe ich meinen allerersten Manga gelesen. Und zwar war das The Legend of Zelda Ocarina of Time Teil 1 und Teil 2. Das war dann der nachfolgende Anime. Manga, sorry. Ja, und diese Serie hat mich dann richtig geflasht. Dann habe ich beschlossen, mir alle Mangas zu holen. Und ja, so hat der Manga-Hype begonnen. Ja, mein nächster Manga war dann ein One Piece-Manga. Zu dem Zeitpunkt wusste ich wirklich noch nicht, was One Piece war. Etwas peinlich, aber ja. Nachdem ich den Manga fertig gelesen hatte von One Piece, also das erste Manga-Buch, habe ich mich gefragt, gibt es dazu vielleicht eine Serie? Ja, es gibt eine Serie dazu. Ja, und dann habe ich begonnen mit dem One Piece-Hype. Nachdem ich One Piece dann fertig hatte und etwas traurig war, weil ich dann komplett auf den aktuellen Stand war, habe ich begonnen, Naruto zu schauen. Ein Anime, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und ich habe immer versucht, so, ja, Naruto nicht besser zu finden als One Piece, weil ich wollte One Piece halt nicht aus meinem Kopf vergessen. Und ja, schlussendlich wurde dann Naruto doch besser. Und als ich dann Naruto fertig hatte, folgte dann Fairy Tail. Und genau dasselbe wie bei One Piece habe ich versucht, Fairy Tail nicht besser als Naruto zu finden. Das ist mir dann schlussendlich aber auch nicht gelungen. Ja, mittlerweile finde ich die ganzen großen Animes nicht mehr so toll. Ich stehe ja jetzt eher auf die so kürzeren Animes, aber dazu kommen wir noch später. Ja, im vergangenen Jahr bin ich so auf Genre gestoßen, oder wie ich es immer früher genannt habe, Genre. Und einige davon habe ich zum Liebling gemacht, andere nicht. Ich beginne jetzt mal mit meinen Lieblingsgenre. Ich habe so zwei Arten, einmal die brutale Art und einmal die eher so romantische Art. Beginnen wir mal mit den brutalen. Und zwar wäre das unter anderem Splatter, Horror und Violence. Ja, und die romantische Art, wer hätte es gedacht? Romance, Harem und Ecchi. Also ich finde wirklich beide Arten von Genre wirklich ziemlich geil. Ja, dann habe ich auch noch passende Animes dazu. Zu diesem Genre, die mir wirklich stark in Erinnerung geblieben sind. Unter anderem wären das Elfenlied, mein absoluter Lieblingsanime. Also ich habe diesen Anime wirklich, ich denke, so schnell wie noch keinen einzigen Anime durchgeschaut. War ziemlich enttäuscht dann, als er so schnell fertig war. Aber derweil ist das für das ganze Jahr mein Top-Anime und ich bin gespannt, ob ich irgendwann noch einen besseren finden werde. Aber ich denke, das wird ziemlich hart. Ja, dann noch Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Ja, finde ich einen sehr interessanten Anime. Ich bin gespannt, wie er weitergehen wird. Hab die zweite Staffel schaue ich gerade. Gefällt mir ziemlich gut und ja, schauen wir, wie er sich weiterentwickeln wird. Ganz krass fand ich in der ersten Staffel die Folterszene. Die fand ich ja, es klingt vielleicht jetzt behindert, aber ist richtig geil. Man hat gemerkt, wie der Hauptcharakter leidet und das fand ich wirklich gut gemacht. Ja, und der letzte ist dann High School of the Dead. Ja, da hat dieser Anime hat so ein wenig das Zombie-Fieber in mir ausgelöst und ich habe begonnen, auch Zombie-Mangas zu lesen. Und ja, ich fand High School of the Dead auch ganz gut. Ja, dann kommen wir zu den Ecchi Romance Anime. Animes. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, High School DxD. Wirklich interessanter und guter Anime. Ich freue mich auf die dritte Staffel, die soll ja bald kommen. Ich denke, im März ist es soweit. Ja, dann noch Korewa Zombie des UK. War wirklich auch ein guter Anime. Ich werde dazu auch mal eine Review machen. Wird auch Zeit, da mir dieser Anime sehr gut gefallen hat. Und Date Alive. Zu dem Anime gab es ja schon eine Review, genauso wie zu Elfenlied. Link ist in der Beschreibung zu der Playlist. Dort findet ihr die beiden Reviews. Ja, zu guten Animes gibt es aber auch schlechte Animes und zu denen kommen wir jetzt. Ja, der schlimmste Anime
von allen war wirklich Yusuke no Sora. Der hat so gut begonnen, aber oh mein Gott, ist das Ende. Warum? Ja, ich habe diesen Anime erstaunlicherweise durchgeschaut. Ich habe ein paar Folgen übersprungen, weil ich mir die nicht geben wollte. Ich habe mir dann nochmal das Ende angeschaut. Leute, tut es euch nicht an. Tut es euch nicht an oder ihr werdet für euer komplettes Leben verstört sein. Ich werde jetzt auch nicht weiter darüber reden. Ja, und mein zweiter Lieblingsanime. Ja, School Days. Ach, was für ein schöner Anime. Ja. Der Anfang wieder mal recht gut. Das Ende. Ja. Toll. Richtig scheiße. Ja, das waren meine Hass-Animes. Schlussendlich bin ich dann drauf gekommen. Ich finde die ganzen großen Reihen so, ja, ich weiß nicht, ganz gut, aber mir gefallen dann doch eher so kürzere Animes. Mit so 12 bis 13 Folgen und dann halt mehrere kleine Staffeln. Und ja, für die Person, die es noch interessiert, derweil schaue ich ein paar Animes. Und zwar Tokyo Ghoul Wurzel A. Dann schaue ich Absolute Duo, kann ich wirklich nur empfehlen, ist sehr gut. Ja, das war es derweil. Also das sind die laufenden Animes, die ich gerade schaue. Und so immer zwischendurch beende ich halt so kürzere kleine Animes. Aber zu denen werdet ihr ja auch Reviews dann sehen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Ich weiß, das Jahr 2015 hat schon etwas früher begonnen, aber ihr könnt mir eure Meinung zu dem letzten Anime-Jahr in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr es? Was habt ihr so richtig durchgehypt? Was bleibt euch in Erinnerung? Und was würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen? Bei mir auf jeden Fall Yusuke no Sora und School Days. Gut, wir sehen uns dann das nächste Mal. Euer Mr. IP und tschüss.